Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Betweenlands. Ja, es kam mir jetzt mehrere Tage keine Episode. Das liegt unter anderem daran, dass ich aktuell viel zu tun habe. Ich muss euch da eine kleine Story erzählen. Und zwar habe ich ja Game Design studiert und arbeite gerade an meinem eigenen Game. Vielleicht kann ich euch demnächst irgendwann einen Trailer dazu zeigen. Aber das möchte ich jetzt heute gar nicht besprechen. Das Ding ist, bis zum 21.04. muss ich da was abgegeben haben für einen Wettbewerb. Und das ist natürlich jetzt gerade extrem wichtig für mich. Übrigens am 18.04., also in ein paar Tagen schon, also morgen, morgen streamen wir 24 Stunden lang auf Twitch auf www.klim.tv. Also geht jetzt schon mal rüber auf Twitch, könnt ihr mich da kostenlos folgen und die Glocke anmachen. Glocke an Ehrenmann. Ihr wisst Bescheid. Würde ich mich mega darüber freuen, wenn ihr beim 24-Stunden-Stream dabei sein würdet. Jetzt aber tatsächlich mal zur Folge von den Betweenlands. Also, erstmal guten Tag. Dann, wir haben gerade gestreamt und haben hier im Haus ein bisschen weitergearbeitet. Ihr seht, die Säulen sind da. Hier, das ist ein bisschen höher. Wir werden jetzt gleich noch den Turm so ein bisschen höher machen. Und ja, ich habe ein bisschen Matt gesammelt. So ein bisschen Matsch einfach mal geholt. Und das müsste unten in unseren Kisten sein. Nee, Quatsch, Bullshit. Das müsste gar nicht in unseren Kisten sein. Das sollte sogar schon fertig sein. So wie ich mich kenne, habe ich nämlich daran gedacht. Also so wie ich mich kenne, habe ich tatsächlich wirklich daran gedacht, das hier rein zu tun. Ah, sehr, sehr nice Sache auf jeden Fall. Und jetzt möchte ich natürlich die Bricks craften. Also es gibt extra Mud-Bricks. Ich kann da vielleicht nochmal nach Mud suchen. Dann sollte man die schneller finden. Erstmal muss ich die Bricks machen und dann mache ich daraus diese Slopes. Gut, die muss ich halt alle herstellen. Die kann ich aber so herstellen. 28, insgesamt 56 davon und 36 davon. Das wird nicht ansatzweise reichen für das, was ich vorhabe. Aber hey, immerhin haben wir schon ein paar von den Mud Bricks. Das ist, kann ich die eigentlich so rum anbringen? Nein, doch! Nice, sehr, sehr, sehr geil. Okay, das heißt, wir werden die auf jeden Fall verbauen. Und zwar verbauen wir die ganz oben. Also wir haben jetzt diesen Leuchtturm, der geht bis hier hoch, der geht auch noch höher. Und der wird auch noch eine Etage hochgehen. Darauf werde ich dann so ein bisschen, ja, das Ende setzen. So ein Dach. Ich versuche es rund so wie möglich zu machen. Aber wir haben natürlich auch noch hier diesen Teil des Hauses, den wir, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt da hochkommen sollen. Ich mache einfach mal den. Ja, moin, das wird auf jeden Fall gut funktionieren. Habe ich hier noch einen Block drin? Ja, ich könnte noch abbauen, aber dazu bin ich gerade zu faul. Ja, dann haben wir hier auf jeden Fall dieses Dach. Punkt. Also wir haben hier ein Dach. Das ist ja erstmal komplett verrückt. Und ich weiß noch nicht genau, wie ich das mit den Säulen hier machen will. Vielleicht so in der Richtung. Das fände ich, glaube ich, sehr, sehr nice. Und dann kann ich da ja entsprechend so weitermachen, wie ich es gerade gemacht habe. Ich zeige es auch nochmal hier ganz kurz. So und so. Dann könnte man hier entsprechend weitermachen und hier einfach so ein normales Spitzdach drauf machen, wie man das auch normalerweise in Minecraft vielleicht bauen würde mit Stairs. Das würde dann so hier lang gehen. Und hier müsste man dann entsprechend, weiß ich nicht, habe ich noch einen Mudbrick? Ne, den habe ich jetzt natürlich da hinten verbaut. Okay, jetzt reiße ich ihn tatsächlich ab, weil einfach, weil ich den gerade brauche. Ich nehme ihn mal mit. Wir waren wieder ein bisschen farmen übrigens auch und haben einiges Pitstone gesammelt. Wir haben noch ein bisschen Valenite Ore gesammelt und so weiter und so fort. Ist auf jeden Fall ganz nice. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll dann. Ich weiß nicht, ob das hier nicht so ein bisschen blöde aussieht von unten mit der Säule. Vielleicht muss ich das Dach dann entsprechend eins größer machen. Da bin ich mir noch nicht sicher. Ich gucke mir das mal von außen an, wie das jetzt gerade aussieht. Und im Zweifelsfall machen wir es halt eins größer. Das ist ja egal. Wir haben außerdem 39 Level. Das heißt, wir können verzaubern, fällt mir gerade auf. Uiuiui, das habe ich komplett vergessen, dass das ja auch geht. Wir haben Lapis, wir haben Bücher. Das ist auf jeden Fall Ehre, auf jeden Fall. Und Feather Falling 4 konnten wir uns machen. Das möchte ich auch machen. Sehr, sehr geil. Was können wir uns denn noch verzaubern? Sharpness 3. Auf jeden Fall. Power 3, gut, könnten wir uns theoretisch noch einen Bogen mitmachen. Die packen wir mal hier entsprechend rein. Was können wir denn noch verzaubern? Wir haben hier noch ein bisschen Lapis über. Nochmal Sharpness 3. Geht Sharpness 4? Ich glaube, bis Sharpness 5 geht, oder? Efficiency 3, auch spannend. Und als nächstes könnten wir Arrow Frugality. Das ist auf jeden Fall für den Bogen ganz interessant. Und noch so ein paar andere Sachen. Wir packen erstmal da rein, verzaubern immer, wenn wir können. Ich meine, wir haben jetzt noch 30 Level, wir könnten. Aber ich habe keinen Lapis mehr. Das ist natürlich extrem ärgerlich. Naja, wie auch immer, verzaubern können wir immer noch weiter. Und wir gucken uns das Ganze erstmal von außen an. Und ja, das sieht schon nice aus. Ne, ich möchte das Dach auf jeden Fall so haben. Die Säule mache ich vielleicht... Ich mache die Säulen vielleicht so, dass sie einen weiter unten enden oder so. Gesundheit. Hier hat wieder irgendjemand genießt. Ich weiß ja nicht genau, wie ich das da mache. Vielleicht endet auch noch die Säule einen weiter runter. Aber ich glaube, ihr könnt euch das Haus schon sehr gut vorstellen. Ich kann mir das Haus jedenfalls sehr gut vorstellen. Ciao, also komplett aus dem Leben genommen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Hier oben das Dach. Hier kommt ein Zaun hin. Und hier wird noch der Dinger hochgehen. Also der, ihr wisst schon Bescheid, der Turm. Der Turm kommt da noch hoch. Wir werden auch gleich im Haus weiterarbeiten. Aber bevor wir im Haus weiterarbeiten, habe ich euch noch etwas anderes zu zeigen.
Ihr habt es theoretisch schon am Titel gesehen, ihr habt es theoretisch schon auf dem Thumbnail gesehen, aber ja, Items. Der Iosa, Joecraft, extrem verzockt und ich, wir haben uns alle zusammengetan und haben ein Gemeinschaftsprojekt weitergeführt. Das Projekt, was Items, Early und ich, ja gut, Early nur begrenzt, Grüße geht raus, nein Quatsch, was Items, Early und ich schon angefangen hatten, und zwar die Mobfarm. Die haben wir angefangen zu bauen mit Items und Early und die lief schon ganz gut, aber Items hat sich gedacht, ich will die nochmal verbessern und wir waren dann irgendwie alle am Stream und dann haben wir gesagt, okay, lass mal vielleicht Scrot-Stream anmachen und dann haben wir zusammen gestreamt und wir haben die Mobfarm ausgebaut und die möchte ich euch jetzt einfach einmal zeigen. Und da sind wir schon. Ja, wir haben vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir waren 4 Leute, später dann 5 mit extrem verzockt. Und wir haben ja schon das gesamte Biom mit Items und Early Boy, ja, flach gemacht. Also so wie es jetzt ist mit den Half-Slips, dass da nichts mehr spawnen kann. Und dann haben wir einfach ein fettes Spawn-Perimeter gesetzt. Nur noch hier können die Vampire spawnen in dem Biom. Und die spawnen tatsächlich auf dieser Cursed Earth. Wir sehen hier schon, stehen noch ein paar. Wir müssen das auf jeden Fall noch ausbauen. Dieser Minecart-Track, wir werden uns gleich ins Minecart setzen und dann mal gucken. Dieser Minecart-Track ist schon sehr effektiv. Also wenn wir hier langfahren, dann sehen die Leute uns. So, also wir sehen das jetzt an dem. Der sieht uns jetzt gleich und wird versuchen, zu uns zu laufen. So, und fällt dann runter. Und manche sterben, aber nicht alle. Es sterben entweder die mit Namen, also die Vampir-Birone, ja moin. Die Vampir-Barone oder dieser Bill, das ist ja der Bill, die sterben nicht, aber die meisten kleineren sterben. Und ja, wir können dann einfach straight hier runter gehen und die Kollegen hier angreifen. Und die Kollegen hier unten einfach töten. Und ja, wir sind ja sowieso stärker als die, aber so haben die schon ein bisschen Schaden genommen. Also der zum Beispiel hat jetzt schon 19 Schaden genommen. Den hauen wir 2-3 Mal und dann ist auch gut. Und ja, wenn wir Glück haben, droppen die halt ein Buch. Ein Buch habe ich hier schon bekommen, durch den Bau an der Farm einfach, was richtig, richtig nice ist. Und das eigentliche Ziel ist halt, wenn das hier, dieser Rundgang, also diese Rundfahrt, soll noch so ein bisschen hochgehen, runtergehen, wie so eine Achterbahn. Das heißt, dass wir viel mehr die Spawns von den Typen triggern. Und das Grundziel ist halt einfach... Oh, ich muss hier die Musik mal wieder ein bisschen leiser stellen. Das hatte ich auch schon im Stream gemacht. Aber das Grundziel ist halt einfach, wir fahren hier lang und die Viecher spawnen hier. Wir würden jetzt noch hoch und runter fahren, dass wir die höheren Etagen triggern. Weil hier unten bringt das jetzt nicht mehr so mega viel. Aber wir sehen schon, da fällt schon ordentlich was runter. Das Ziel ist halt, dass wir hier super schnell super viele Mobs da unten haben. Wir gehen runter, klatschen alle und alle sind zufrieden. Ja, das ist natürlich das Ziel von dem ganzen Gedönsel hier. Und das funktioniert tatsächlich schon sehr gut. Der hat jetzt gerade kein Interesse. Ah doch, ich wollte gerade sagen. Also jetzt, der hat keinen Bock. Richtig, richtig nice Sachen auf jeden Fall. Richtig cool funktioniert das alles. Es funktioniert jetzt schon gut, obwohl es noch nicht perfekt ist. Ich finde es einfach saugeil. So kann man einfach, also so habe ich auch meine 30 Level, beziehungsweise meine 36 oder 39 hatte ich, glaube ich, gerade. So habe ich die auch erfarmt. Und ja, das ist einfach eine super gute Gelegenheit, A, um Level zu farmen, weil man da unten einfach dann schnitzeln kann und weil man natürlich die Items noch bekommt. Die Bücher, die man braucht, die Zähne, die Flaschen, kein Plan. Also man findet ja wirklich alles. Und wenn man wieder runter will, dann fährt man einfach hin, drückt einmal auf die Türe, zack, und man fährt wieder runter. Das hat der Joecraft gebaut, diese kleine Redstone-Schaltung, wirklich mega nice. Hier kann ich jetzt auch aussteigen, ist ja egal. Aber das funktioniert tatsächlich schon ultra gut. Ich habe übrigens den Joe, also wir haben ja einen weiteren Kill, also wir hatten ja, es stand ja immer 2-7, jetzt steht es 3-7. Ich habe nämlich den Joecraft gekillt, während wir das hier gebaut haben. Es war nicht mal wirklich Absicht. Er hat mir nämlich die ganze Zeit Diorite zugeworfen und ich habe gesagt, Joe, wenn du es noch einmal machst, versuche ich dich mit meinem Crossbow abzuschießen. Ich habe nur einen Pfeil abgefeuert. Ich habe Joe nicht mal gesehen und ich habe ihn getroffen einfach. Und er ist halt beim ersten Hit direkt gestorben, weil die Fledermaus ja unter 2 Leben hat. Ja, und so ist dann der 2. Tod zustande gekommen. Joe fand das witzig, ich fand das auch witzig. Also alles cool, kein Stress oder so. Und wir werden wahrscheinlich diese Zone hier, in der wir uns gerade befinden, noch zur vampirfreien Zone erklären. Nicht zur vampirfreien Zone, sondern zur kampffreien Zone erklären. Denn das ist auch eine Sache, wenn man hier ist, möchte man ja farmen. Und dann möchte man nicht die ganze Zeit getötet werden von irgendwem. Weder die Vampire noch die Vampirjäger. Das wäre ja extrem schade. Und deswegen werden wir das wahrscheinlich... Ist es noch nicht offiziell, aber wahrscheinlich... Ich quatsch da mit Spark und wahrscheinlich werden wir das hier zur neutralen Zone erklären, dass man sich hier nicht nervt. Also das ist einfach nicht nervt, wenn man farmen will. Weil das wäre extrem ärgerlich. Aber ja, ich finde die Farm sehr, sehr geil und jetzt gehe ich wieder zurück, denn wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, am Haus zu bauen. Und ich möchte natürlich schon noch was schaffen. Bevor wir ins Bauen gehen... Zack. Gut, ich bin vorbereitet. So. Zack. Zack, zack, aha. So, ich kann nämlich wieder leveln, theoretisch. Also ich habe 33 Level, ich muss es irgendwie triggern. Wie komme ich hier schnell an Level? Ich muss irgendwas killen. Das ist echt ärgerlich mit dem dieser Level-Bug. Ist ärgerlich. Let's go.
Arrow Frugality, ja, will ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann können wir nochmal Efficiency 4. Vampire Slayer 1, juckt mich eher nicht so viel. Lure 3, gut, juckt mich jetzt auch nicht so viel. Was können wir jetzt noch? Thorns jedenfalls nicht mehr. Respiration und Power. Ja, Power interessiert mich am wenigsten von allem, aber nur ein Level. Silk Touch, Smite und Bane of Uprights. Aber ich weiß, wüsste nicht, wofür ich Silk Touch hier benutzen sollte in dem Projekt. Efficiency 4 wäre natürlich nice. Protection kann man kombinieren. Was haben wir denn dann noch? Vampire Slayer 2. Das gönnen wir uns auf jeden Fall mal. Vielleicht kann man das dann irgendwie noch verbessern oder sowas. Wir ballern die Bücher erstmal alle hier rein und versuchen dann mal weiter zu verzaubern. Also, wir haben hier Aqua Affinity, die Sharpness. Ja, Sharpness, wieso nicht? Fort Luck wäre mal geil. Oh, Sharpness 2. Also nicht Luck, sondern Looting. Protection. Power 4 wäre natürlich krasser Bogen. Aber ich mache mal Protection. Die kann ich ja, wie gesagt, kombinieren. Power 3. Arrow Frugality kann ich dann wiederum auch kombinieren. Protection, Respiration, Blast Protection von mir aus. Ah ne, das geht ja gar nicht mehr. Jetzt muss ich mal erstmal wieder zack, 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 zack. Und ja, ich glaube, ich belasse es dann mal. Was davon ist am schlechtesten? Oh, Sharpness 2, 3, 1. Efficiency, Aqua Affinity, Knockback Protection, Efficiency. Ich glaube, irgendwas davon hier brauchte ich aber nicht. Blast Protection. Ja, brauche ich erstmal nicht. Ich glaube, ich kämpfe jetzt nicht mit irgendwem, der mich mit Explosionen töten will. Vielleicht Spark mit seinen komischen Augen. Nicht Augen, Steinen sind es, ja, Steine. Okay, ich würde aber sagen, nachdem wir gefarmt haben, nachdem wir das und das und das und das und das und bla 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 alles gemacht haben, gehen wir mal hin und bauen den Turm weiter. Wir könnten auch ein bisschen Matt farmen, aber das würde ich dann eher im Stream machen, denke ich mal. So viel Zeit haben wir heute auch nicht mehr. Smooth Between Stone, ich glaube da, nee, haha, nicht Smooth Between Stone. Wir brauchen den, also den hier und den normalen Between Stone. Denn aus dem normalen macht man sich die Bricks, oder? Ja, sehr cool. Das sind die Bricks, die auch hier im Turm verbaut sind und den möchte ich auf jeden Fall ein bisschen hochziehen. Weiß nicht, ich glaube, die Slopes können man nicht um die Ecke bauen. Das können wir mal testen. Wäre natürlich auch spannend, die Slopes entsprechend um die Ecke zu bauen. Weiß ich noch nicht. Aber ich sehe gerade, wir haben noch mehr von diesen Roof Tiles. Ich werde die mal hier tatsächlich anbringen und dafür sorgen, dass wir hier ein bisschen was am Roof haben. Wie machen wir das denn hier eigentlich? Ich glaube, hier möchte ich entsprechend hier... Und hier, und hier, und hier, und hier, vielleicht mache ich da ein kleines Fenster rein oder so, möchte ich die Blöcke haben, weil es von außen sonst echt komisch aussieht, kann ich mir zumindest gut vorstellen. Und wir machen dann hier entsprechend noch das Dach hin. Hier müssen natürlich dann die Blöcke entsprechend so angebracht werden. Und ich, also wir werden echt viele Blöcke brauchen, aber dadurch, dass ich mich schon von Anfang, ich wusste, dass die teuer sind. Dadurch, dass ich wusste, dass die teuer sind, was gut ist, wollte ich auch von Anfang an kein riesiges Dach damit machen. Also nicht das komplette Dach von uns. Unser Haus ist sowieso schon nicht so riesig. Sondern nur diesen Teil hier. Das ist tatsächlich Absicht gewesen, dass wir nur diesen Teil des Daches bedachen. Ich dachte gerade, da wäre unten ein Vieh, aber das ist unsere Kröte, also die anderen Kröten. Nur diesen Teil werden wir bedachen. Und zwar komplett bis hier hinten. Und den Teil werden wir auch noch bedachen. Also den Turm irgendwie in irgendeiner Weise. Ich weiß nicht genau wie, aber irgendwie werden wir diesen Turm... auf jeden Fall noch bedachen. Mal schauen, wie wir das im Prinzip machen. Aber den Rest halt nicht. Wir werden jetzt kein großes Dach irgendwo anders drüber ziehen. Ich glaube, hier kann man dann auch mal das hier schließen. Wo bleibt denn der Block? Ich glaube, da in der Mitte, gell? Jo. Also den Turm und das hier werden wir mit einem Dach versehen. Ansonsten den Mittelteil hier nicht. Da werden wir noch irgendwas draufbauen oder sowas. Mal schauen, was wir darauf werden. Es soll von außen ja auch nicht bescheuert aussehen. Vielleicht ziehen wir da noch Säulen hoch oder keine Ahnung, was wir da machen. Auf jeden Fall soll das halt natürlich nice werden. Und ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal eins drauf. Aber dann sind wir vielleicht auch schon zu hoch. Mal schauen. Ich kann mir so vorstellen, dass das eine ganz nice Höhe ist eigentlich. Jetzt also einfach nur mal geschätzt. Also ohne irgendwie da jetzt vorher zu wissen, was ich da machen wollte. Also, wie hoch ich das machen wollte. Was ich machen wollte, weiß ich natürlich, aber mal schauen. Let's take a look at what we did. Habe ich kein Essen mehr? Ui. Ich habe sich kein... Doch, Brot habe ich noch ein bisschen. Okay. Let's look. Oh ja, das sieht nice aus. Das gefällt mir sehr. Und die Höhe passt auch perfekt quasi. Es ist ein bisschen höher als das. Und wenn ich da jetzt noch so ein Spitzdach draufsetze, ich glaube, das kommt extrem gut zur Geltung. Vielleicht mache ich das auch nicht aus den Mudbricks, sondern... und da habe ich die Idee, müsst ihr sagen, ob ihr das cool findet oder nicht, aus dem Holz, aus dem West Weedwood ist das, dass wir da so ein Holzdach draufsetzen, dass es vielleicht auch so ein bisschen anders aussieht. Ja, aber Leute, ich würde sagen,
das war's eigentlich schon mit der Folge. Ja, wir haben die Wobfarm gezeigt, wir haben am Haus weitergebaut, auf jeden Fall. Jetzt natürlich nicht so mega viel mit dem Dach, dafür muss ich noch ein bisschen mehr diese Bricks farmen, aber das werden wir dann in der Folge machen, dass wir hier nicht in der Folge irgendwie blöd rumfahren müssen oder sowas. Checkt auf jeden Fall den 24-Stunden-Stream aus. 3 Etagen gehen auf jeden Fall steil, wir haben einiges auch verzaubert tatsächlich. Richtig nice Enchantments und die Farm ist halt natürlich Highlight. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr geil, dass wir die jetzt haben. Und wir können jetzt hier hochgehen, zack, können hier rausgehen und hier wäre dann noch ein weiterer Bereich. Ihr könnt ja mal vorschlagen, was wir hierin machen, also hier in diesem oberen Bereich. Vielleicht ein bisschen Brewing oder so, mal schauen, da wird sich hier mit Sicherheit was finden. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von In Between Lands wieder. Die kommt dann vielleicht sogar schon morgen, vielleicht kommt morgen aber auch mal S-Turnier oder sowas in der Richtung. Ich habe ja erzählt am Anfang, ich arbeite gerade viel für mein eigenes Game, deswegen geht da ein bisschen Zeit drauf natürlich. Haut rein, habt einen schönen Tag, Abend oder was auch immer und wir sehen uns im nächsten Stream und auch im nächsten Video. Lul. Ciao, Leute.